Willkommen zurück zu Lufia. Beim letzten Mal haben wir uns einen Phönix hochgezüchtet. Der ist jetzt übrigens satt, der liebe Gordo. Wir können eigentlich das Menü da wegschalten, weil er sowieso satt ist. Und stattdessen sehen wir unsere Goldmünzen und so weiter und so fort. Ja dann, weiter geht's. Oh. Frechheit. Das geht ja wohl nicht an. Und als Belohnung, weil wir dieses unglaublich schwere Rätsel gelöst haben, kriegen wir eine Löwentatze. Mal gucken, ob die nützlich ist. Löwentatze, kann Satansbiss, greift den Gegner mit doppelter Kraft an, hat ganz nette Werte, hat allerdings auch weniger Beweglichkeit, wenn wir das benutzen. Für den Kollegen hier wäre es akzeptabler. Hat weniger Angriffskraft, mehr Abwehrkraft, boah. Ja, hat aber auf jeden Fall Beweglichkeit drauf, nur halt nicht so viel. Damit würde der K wieder einiges runterverlieren an Beweglichkeit und so weiter. Wäre nicht so geil, schätze ich. Brauchen wir das Satyr-Juwel für sie wirklich noch? Wäre es für sie nicht besser, dann auch ein bisschen beweglicher zu sein? Und die Verteidigung zu haben? Wenn ihre Magie abweggeht, müssen wir ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir tun mal die Löwentatze rein, weil wir das Satyr-Juwel schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr benutzen mit dem Megabeben. Schwump! Raus hier! Weiter geht's. Ja. Eins dieser lustigen Schieberätsel. Gibt doch nichts Schöneres auf der Welt. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Dankeschön. So, und unauffällige bröckelige Wände. Legt eine Bombe. Bumm. Außerdem legt noch eine Bombe. Und stunt diesen Gegner, bis die Bombe hochgeht. So, da hätten wir nämlich erstmal einen Schalter. Und der teleportiert sich weg, das ist nett von ihm. Die blöden Viecher, da können wir gestohlen bleiben. Ich muss nicht unbedingt dagegen kämpfen, wenn es nicht sein muss. Erstmal werden wir voll geheilt, das ist doch lieb. Und wir kriegen einen Speicherpunkt. Das finde ich auch sehr lieb. Wop. Wop. Interessant. Ich würde sagen, dann kämpfen wir doch einfach mal gegen das Viech hier. Wir fokussieren einfach mal alles auf die Dame hier vorne. Wir wurden sowieso gerade erst geheilt. Und unsere Truppe ist, glaube ich, stark genug, dass sie die einfach überrennen kann, ohne großartig Probleme hier zu kriegen. 53! Und 61. Und 150. Soweit, so gut. Sonnenregen. Macht ihn platt. Jo, das funktioniert. Ja, dann gucken wir erstmal weiter. Bevor wir gegen Trolle kämpfen. Klingt sehr gefährlich. Hallo? Jedes Mal, wenn ich etwas vorhatte, habt ihr mir dazwischen gefunkt. Jetzt kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Wovon redest du? Mein Meister Amon wird mir nicht mehr verzeihen. Amon? Er ist einer der vier Höllenfürsten, der Herr des Chaos. Er hat mir einmal vertraut. Und dank euch habe ich dieses Vertrauen verloren. Ich habe nichts zu verlieren, aber ich kann euch nicht leben lassen. Sagt auf Wiedersehen. Idura! Schon wieder. Na, der ist ja schon lange nicht mehr gegen uns angetreten. Ja, dann schauen wir doch mal. Wir fangen an mit einer Runde Courage fürs Team. Und machen weiter mit einem dicken, fetten Todeskuss. Weil er das kann. Außerdem hätten wir dann noch die Möglichkeit, Furie zu wirken. Wieder mal. Und ich finde, das sollten wir zweimal tun. Also Furie fürs Team. Wir kriegen einen Plasmastrahl ab, was nicht sehr nett von ihm ist. Macht sehr viel Schaden an unserem Kapselmonster, aber immerhin haut er nicht direkt in der ersten Runde ab. Auch sehr nett von ihm ist. Und dann buffen wir erstmal unser Team ein bisschen. Zack. Mega Angriffsboosts. Furie. Und noch mehr Furie. Soweit, sehr gut. Und dann kriegt er einen Todeskuss ab, was 1758 Schaden macht. Verdammte Menge Schaden. Und jetzt wissen wir auch, wie viele HP er übrig hat. Okay. Guy auf die Fresse. Decker auf die Fresse. Maxim geht einfach auf, auch voll auf die Fresse. Oder hast du ein Speed-Dingens? Hast du ein Speed-Zauber? Ja, du hast Speedy, ne? Ja, du mach mal Speedy auf Celan. Und Celan macht eine Runde stärker auf sich und Maxim. Er ruft Verstärkung, das ist nett. Stärker! Einmal sich um Maxim voll heilen, bitte. Wump. Dann wollen wir wieder einen Schergen zu besiegen. Das wird ja wieder lustig. So, Speedy. Einmal gucken, dass Celan wieder schneller wird.
Zack. Oh, nur plus 18. Hm, das ist mal nicht so viel. Ich hoffe, das reicht überhaupt. 580. Also er wird auf jeden Fall nicht übermäßig lange überleben bei dem Schaden, den wir momentan machen. Volle Breitseite. Du machst... wir haben immer noch die Stahlsalve. Aber ich glaube, der Kälteschock ist jetzt besser geeignet. Und du machst mal eine Runde stärker aufs Team, weil ich nicht weiß, ob du schneller bist. Du bist jetzt schneller, sehr gut. Das ist gut zu wissen. Damit haben wir zumindest nochmal ein bisschen regeneriert. Er macht den Duradonner, ist nicht so gefährlich für uns. Außer für unser Kapselmonster, das würde nicht mehr lange überleben. Aber der macht sich sowieso gerade nicht nützlich, der Kollege Phoenix. Kälteschock, 754. Könnte tot sein, diese Runde. Jo, er ist tot, diese Runde. Oh, ist das brutal. Leute, ihr habt übertrieben. Töten, vernichten. Zack. 84 Schaden. Tot. Jo. Ihr werdet aus diesem Tempel nicht entkommen. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt erstmal ein paar Items. Ablegen. Oh. Wunderbar. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Oh, Iris. Hi. Das war das Paar, das hier hochgegangen ist. Idura und Iris? Iris, warum bist du hier? Idura hat mich gefangen. Wie? Aber warum ausgerechnet dich? Warum hat er dich entführt? Ich weiß nicht. Doch hab Dank für meine Rettung. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Lass uns hier verschwinden. Selan, bitte. Gerne. Flucht! Gute Arbeit, Selan. Es funktioniert nicht, der Zauber ist blockiert. Das war Idura. War ja klar, dass er noch etwas Fieses macht, bevor er verschwindet. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zu Fuß rausgehen. Kein Ding. Kein Ding. Was? Der Tempel stürzt ein. Das ist also Iduras Abschiedsgeschenk. Der muss immer das letzte Wort haben. Los, wir müssen etwas unternehmen. Der Fluchtzauber ist blockiert. Was können wir tun? Es muss irgendein Gerät geben, das den Zauber unwirksam macht. Wie kommst du darauf? Idura ist tot, aber die Magie wirkt noch. Das heißt, irgendetwas muss die Magie erzeugen. Könnte sein. Gut, lass uns herausfinden, was es ist. Auf geht's! Aber vorher muss Selan mal eben die Gruppe heilen. Heilen! Außerdem muss Maxim in die vordere Reihe. Jo. Und dann suchen wir mal nach einem Gerät, das das erzeugen könnte. Die Viecher da können mir gestohlen bleiben. Hm. Schwere Rätsel. Ein Abgrund und Säulen. Dann schieben wir die Säulen doch einfach mal so, dass wir uns runterkatapultieren können. Wie wir das schon mehrfach getan haben. Ja. Es geht weiter runter. Ach, hier gibt es noch einen Gegner. Können wir gestohlen bleiben, liebe Gegner. Wir kriegen einen Wutring. Also wenn wir so richtig Wut haben sollten, machen wir einen Ring dafür. Wie haben wir denn die Wut? Ist die Wut gut? Die Wut ist nur für Selan. Okay. Die Wut ist ein Mutring und gibt Trauma, verringert die Abwehr des Gegners. Ja, grundsätzlich nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Aber momentan ist es mir weiterhin eigentlich lieber, 20 Abwehr plus zu haben. Die Gegner bleiben mir weiterhin gestohlen. Und es geht weiter durch den Nordtempel Kumabi. Geh weg. Ja, das kennen wir bereits. Bombenstimmung! Boom, bam, bam! Aha, freigelegt. Und es geht weiter. Nordtempel Kumabi. Ihr geht sowieso immer in festen Muster, je nachdem wie ich mich bewege. Blöde Trolle, bleibt mir vom Hals. Das war offensichtlich der falsche Weg. Schauen wir mal, wo wir uns sonst noch lang bewegen könnten. Hier ist noch was Auffälliges. Aber da kommen wir irgendwie gerade nicht durch. Hm, irgendwo müssen wir was übersehen haben. Ah ja, genau. Das haben wir übersehen. Bombenstimmung. 1, 2, 3. Oh, die kommen aber gefährlich nah. Hey, geht weg. Blöde Viecher. Aha. Bum, bum. Und da kommt die Wand runter. Aha. Viel besser. Die Kerle bleiben einfach stehen. Die müssen nicht gegen mich kämpfen. Finde ich völlig überflüssig. Die auch. Und dann geht's weiter. Diese Treppe hinab. Nordtempel Kumabi, U1. Ah, der Raum hier sieht doch schon interessanter aus. Sieht doch schon wieder nach Bosskampf aus. Die Kugel, da könnte dieses Gerät sein. Gut. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist, die Kugel zu zerstören.
Nur DK und Iris gehen? Komische Kombination, aber okay. Zerstört die Kugel und der Fluchtzauber wird wieder funktionieren. Gut, ich tue es. Nimm das! Da oben ist noch eine Tafel an der Wand. Eine etwas rabiate Methode, aber sie scheint funktioniert zu haben. Die Blockade ist weg. Na endlich, dann lasst uns jetzt hier verschwinden. Hey! Hey, DK! Verdammt, ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Wie, der Typ ist tot. Was? Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen. Du lebst? Tja, und tschüss. Geht, geht, flieh, solange ihr noch könnt. DK, halt aus, ich bin schon unterwegs. Nein, der Tempel stürzt vorher zusammen. Hau ab, Maxim. Glaubst du, ich lasse dich hier allein zurück? Der Tempel bricht ja gleich zusammen. Iris, bring sie zurück, jetzt. Aber, ich sagte jetzt. Flucht! Idura, ich verfolge dich bis an das Ende der Welt! Idura ist ziemlich tot. Weil ich befürchte, selbes gilt jetzt für DK. Oh, DK. DK. Nein, das darf nicht wahr sein. Es wird ihm schon nichts passieren. Er kann gut auf sich allein Acht geben. Ich hätte den Fluchtzauber nicht so früh einsetzen sollen. Wenn du es nicht getan hättest, wären wir alle verloren gewesen. Hm. Unser bester Charakter. Wo gehst du hin? Ich werde für DK beten. Mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Oh. Das war unser bester Charakter. Was machen wir jetzt, Maxim? Wir setzen unsere Reisen natürlich fort. Ohne DK. Ja, er ist wirklich weg. Wir werden DK auch nicht wieder kriegen. Ich habe ihm nicht umsonst seine komplette Ausrüstung abgenommen. Tja, so herzlos das sein mag, das Beste, was wir mit seiner Ausrüstung anstellen können, ist sie zu verkaufen. Vor allen Dingen das DK-Schwert. Wo ist es denn? Müsste jetzt alles ganz unten sein, was er ausgerüstet hatte. Schau mal, wie viel bringt das DK-Schwert eigentlich, wenn man es verkauft? Ich habe keine Ahnung. Wo ist es denn? Da, DK-Schwert. Bringt immerhin 7500, wenn man es verkauft. DKs mächtiges Schwert. Niemand außer DK kann es tragen und da DK weg ist, bringt es nichts mehr, das DK-Schwert zu behalten. Den Rest können wir vielleicht noch irgendwann verfüttern oder so. Wobei, da sind viele Sachen hier, die wir verkaufen können, die wir niemals wirklich so richtig effektiv verfüttern können. Wir kennen ja schon jetzt die etwaigen Bedürfnisse der Monster. Da sind viele Sachen hier, wie gesagt, die wir niemals brauchen. Die Engelsflügel zum Beispiel könnten wir jetzt eigentlich auch verkaufen. Die verstopfen unser Inventar eigentlich nur noch. Die Federweste behalten wir. Narrenkappe, die Ringe behalten wir sowieso und die Steine. Die Donneraxt kann jetzt weg. Ja, die kann jetzt weg. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Der Phaser-Schild, den behalten wir mal. Ich weiß nicht, ob der noch nützlich ist für unser momentanes Team. Ob der nochmal nützlich wird. Also, lassen wir erstmal. Wie sieht's denn aus hier? Statt dem Zornarmband. Na, wir lassen das Zornarmband. Das Zornarmband ist unglaublich nützlich. Der Todespanzer ist immer noch verflucht und ausgerüstet. Tja. So soll es wohl sein. Goodbye, DK. Nichts, was wir hier noch zu tun hätten in der Stadt. Gibt's noch irgendwas, was ich kaufen möchte? Vielleicht will momentan wieder einen Wunderring fressen. Der mag gerade einen Riesenturban. Na komm, wo wir gerade hier sind, füttern wir mal eben unser Kapselmonster. Gib mir mal einen Riesenturban. Immerhin haben wir wieder ordentlich Geld gesammelt gerade im Dungeon. Können wir Bazook ein bisschen trainieren. Hier hast du deinen Riesenturban. Und jetzt will er ein Eisenschwert. Hat sich das schon wieder gegessen. Ah, immer schade, wenn DK stirbt. Sehr schade. Okay. Ja, es muss weitergehen, schätze ich. Wir haben ihn vertrieben. Das heißt, die Reise kann weitergehen. Durch den nächsten Tempel. Den Tempel nach Kythos. Hier geht's nach Kythos. Er ist jetzt offen. Da wir den Tempel im Norden abgeschlossen haben, können wir hier weiterreisen. Und schauen mal, was es so in Kythos für uns gibt. Da ist die nächste Stadt. Und der nächste Encounter. Oh, neue Gegner. Gnome.
Ja, Maxim steht jetzt wieder mit in der Frontreihe. Wir schauen mal, ob die Gnome anfällig für irgendwas sind. Wie sieht's mit... Ja, wir versuchen das mal mit Feuer. Feuer ist immer eigentlich das Naheliegendste, wenn man das mal als erstes benutzen sollte. Vor allem, wenn sie einen Holzstab in der Hand halten. Wie sieht das aus, liebe Gnome? Nein, neutral effektiv. Okay. 82 Schaden durch Maxim. Wie sieht's mit Dunkelheitsangriff von Guy aus? Ach, stärker. Drecksviecher können sich heilen. 174. Meine Güte. Wir machen dafür 163 mit Guy. Na, die machen gar nicht so schlechten Schaden, die Viecher. Haut nochmal drauf und wir versuchen unser Glück mit einem Blitzzauber. Mal gucken, wie da die Effektivität ist. Der wird tot sein. Blitz! Ist gut. Nö, ebenfalls neutral. Aber macht ein bisschen mehr Schaden, wenn es ein stärkerer Zauber ist. Generell. Und 193. Jo, tot. Wir haben eine Silberweste gedroppt gekriegt. Ob die nützlich ist? Schauen wir mal. Silberweste. Verteidigungstechnisch auf jeden Fall. Magiestaub. Mhm. Für ihn ist es schlechter. Der Todespanzer ist zu gut. Sie kann sie gar nicht anziehen. Hm. Okay. Dann wohl nicht. Willkommen in Kytos. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Herzlich willkommen, ich habe schon auf euch gewartet. Ach ja. Was, Terrorbälle? Nö. Warum verkauft keiner auf der Welt Terrorbälle? Unsere Kapselmonster wollen ja ab und an. Ihr seid bestimmt reisende Krieger. Ihr braucht unbedingt ein Schiff für den Rest eurer Reise. Ich halte, es wäre ein Schiff günstig zu verkaufen. Wollt ihr mal mit dem Händler reden? Ja. Gut, folge mir. Schiff einfach zu verkaufen wäre natürlich auch nicht schlecht. Hi. Hallo, ich habe dir einen Kunden mitgebracht. Hoppla, wo ist Lexis hingegangen? Er muss im Labor sein. Seid ihr diejenigen, die an dem Schiff interessiert sind? Naja, anschauen kostet ja nichts. Das ist es. Es ist fast wie neu und ein richtiges Schnäppchen. Warum will der Besitzer ein fast neues Schiff verkaufen? Der Besitzer ist Lexis Shaya. Der ist vielleicht komisch. Und er denkt, er sei ein genialer Erfinder. Er findet immer seltsame Sachen. Und weil das eine Menge kostet, braucht er ständig Geld. Wie konnte er sich dann leisten, dieses Schiff zu kaufen? Naja, er sagt, er hat einen reichen Typ dazu überredet, eine seiner Erfindungen zu kaufen. Das klingt ziemlich unglaubwürdig. Am besten, wir schauen uns den Typen mal persönlich an. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Lexis ist in der Höhle nördlich von hier. Dort ist sein Labor. Redet auf jeden Fall persönlich mit ihm. Okay, bei Gelegenheit mal. Lexis ist in der Höhle nördlich von hier. Naja, jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt an. Ich würde so gerne auf dem anderen Kontinent ein neues Leben anfangen. Heute in Tarika gibt es besonders guten Tee. Ich hätte noch gerne welchen, bevor ich gehe. Ich hätte da Apfelsaft dabei. Krieg's aber nicht. Wenn ihr mit dem Schiff nach Süden fahrt, kommt ihr zur Schicksalsinsel. Falls ihr schon mal was verkauft habt, solltet ihr dorthin fahren. Aha, okay. Vielleicht findet ihr dort einiges wieder. Ja, interessant. Also wenn man was Falsches verkauft, auf zur Schicksalsinsel. Womit kann ich euch weiterhelfen? Weiß ich nicht, was hast du denn im Angebot? Ein Schraubstock unter anderem. Aha, kann jemand tragen. Morgenstern, brutal, aber nicht das, was ich haben möchte. Ein Steinbrecher wäre sehr, sehr gut für unseren Angriffswert. Hätte Donnerschlag als Fähigkeit. Nein. Nein. Ich mag mich. Wie sieht's mit Rüstungen aus? Irgendwas Sinnvolles? Nö, nicht sinnvoll. Eisenhemd wäre nicht schlecht für Guy. Ach, aber er hat auch so die meiste Abwehr im Team. Er ist definitiv nicht der, um den ich mir da Sorgen machen müsste. Glaszylinder, keine Zornfähigkeit, nur nix. Der Schild hier sieht nicht schlecht aus. Der Bärenschild hat Löwenherz drauf. Ist eine Weile her, seitdem wir die letzte Löwenherzfähigkeit hatten. Angriff ist jetzt nicht so interessant für sie, aber es würde ihre Abwehr schon enorm erhöhen. Ja, das ist, glaube ich, eine Investition wert. Auch wenn es ihre Int um 10 verringert, es ist doch wertvoll, mit ihr mal ein bisschen mehr Abwehr zu haben, damit sie uns nicht als die mit den wenigsten KP sowieso schon irgendwann mal einfach wegstirbt. Das wäre doof, wenn das passiert. Müssen wir übernachten? Nein, nicht wirklich. Ist sonst ein NPC hier zum Reden? Auch nicht. Dann nicht. Der Typ will uns mal wieder ein Schiff verkaufen. Die Schicksalsinsel liegt südlich von hier. Es soll ein riesiges Casino unter der Stadt geben. Cool, ich spiele für mein Leben gern. Hey, Glücksspieler. Na, da kommen wir später zu. Sieht aus, als ob Lexis am Erfinden ist. Ich hoffe, er versenkt nicht schon wieder das Schiff. Hey, ihr seid besser auf der Hut. Den Erfindungen von Lexis kann man nicht trauen. Gut zu wissen.
Eine junge Frau ist gestern nach Süden gegangen. Sie sah irgendwie besorgt aus. Wenn ich groß bin, werde ich Seemann. Wer will schon den ganzen Tag zu Hause rumhocken? Dr. Lex ist ein Genie. Ich kenne keinen, der schneller als, er Schiffe versenken kann. Tja. Manche Leute haben so ein Talent. Lex ist irgendwie komisch, aber ich mag ihn. Er ist immer so nett zu mir. Meint ihr Blumen? Wenn ihr wollt, könnt ihr meiner Schwester welche abkaufen, wenn sie zurückkommt. Aha. Will ich deiner Schwester Blumen abkaufen? Gerade nicht. Ja, nördlich soll das Labor von Lexis sein. Also gehen wir mal Lexis besuchen. Bum, 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 bum. Willkommen im Shire-Labor von Lexis. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Das Lexis-Labor von Shire ist ein Labyrinth. Wenn wir den falschen Weg nehmen, landen wir hier unten. Nerv. Geh nicht falsch. Wo ist hier nur die Tür? Das ist ein schweres Rätsel. Willkommen erneut! Doch tritt nun ein, hinter dieser Tür soll das Laboratorium sein. Du mir auch. So, da wären wir. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn wir Lexis Laboratorium betreten werden. Was wird das für ein komischer Kauz sein? Wird er Dekar wiederbeleben können? Ich bezweifle es. Wir fahren's beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya.